unsere Begrüßung mit fucking Shader hat schon was, oder darf die Welt hier aussehen? Oh mein Gott! Oh mein, was? Lol, das ist ja so heftig. Ja, hier ist ein Spawner. Natürlich ist es cool, wenn hier ein Raum drumrum ist und so. Aber am Ende, wenn der zu lang wird und du hier wirklich Ewigkeiten läufst, bringt es halt auch nichts, so wisst ihr, was ich meine. Und wir sind jetzt gerade mal auf 63, Alter. Wir sind gerade mal in dem ganzen Weg hier 20 Blöcke nach unten gegangen. Das lohnt sich absolut nicht. Das bringt nichts, dann mache ich das lieber auf 2. Weil wenn ich gerade mal 20 Blöcke nach unten gegangen bin und wir müssen noch 40 runter, das wäre nochmal der dreifache Weg von hier. Das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Ja, und das ist halt das Ding, jetzt müssen wir das alles ändern. 2 Block, so, jetzt kommt 2. Ja, und jetzt wird es dementsprechend natürlich auch immer länger. Also immer kürzer und die Wege oder die Blöcke, die ich abbauen muss, werden immer länger. Ja, dann müssen wir sogar die Erdplatte gar nicht so hoch ansetzen, tatsächlich. Und ich kann das hier alles ein bisschen tiefer bauen. Oh, es ist alles echt scheiße kompliziert. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal für die Cuts, die ganzen Cuts, die jetzt hier im Video sind. Aber ich brauche echt lange Überlegungszeit hier, das jetzt ordentlich zu machen. Zumal das ja auch am Ende, also das hier ist ja wirklich jetzt der große Anfang vom Ganzen so. Und wenn ich das hier jetzt verkacke, dann sieht es halt am Ende auch komplett kacke aus. Vor allem, wenn ich dann unzufrieden damit bin und so. Und dann mache ich es jetzt lieber richtig und konzentriere mich hier ein bisschen, als hier irgendwie am Ende irgendwas zu machen, was mir am Ende nicht gefällt. Und dann bin ich enttäuscht, Alter, habe keine Lust mehr. Und ja, das endet dann einfach nicht gut. Ich muss halt einfach... Das macht mich gerade emotional fertig. Selbst wenn wir es auf 2 Blöcken bauen... Denn wir sind jetzt gerade mal nach dem ganzen Gang auf Höhe 58. Was echt, also wir haben gerade mal die Hälfte mit dem Weg zurückgelegt, den ich eigentlich zurücklegen will. Und das nach dem ganzen Stück bis auch dort unten. Okay, wir machen es jetzt noch schärfer. Wir setzen das alles auf einen Block, also auf Half-Slab-Block. Und weniger werde ich nicht machen, das werde ich jetzt wirklich dann bis zum Ende machen. Weniger will ich auch nicht machen, weil eigentlich habe ich echt nicht damit gerechnet, dass wir doch wirklich so niedrig damit gehen müssen. Aber wir gehen jetzt wirklich auf einen Half-Slab, einen Block, einen Half-Slab, einen Block. Ach, das ist aber auch, das ist gerade alles echt, echt demotivierend und es enttäuscht mich gerade gefühlt richtig, weil das Ding ist so, wenn du so runterläufst die ganze Zeit, ist das auch echt steil. Nur wenn du es so geradeaus machst, wie ich es hier gemacht habe, dann läufst du einfach viel, viel zu lang, um am Ende doch auf der Höhe zu sein, die du halt haben willst. So, wisst ihr, wie ich meine? Die einzige Lösung, die mir jetzt direkt hierfür einfallen würde, wäre eine Rundung. Eine Rundung, die wir einbauen, dass man nicht durchgehend geradeaus läuft, sondern im Kreis runterläuft, wie in einer Spirale, so circa. Das wäre jetzt meine Idee, das könnten wir aber auch nicht direkt hier machen, sondern dafür müsste es wirklich erstmal ein Stück geradeaus führen. Vielleicht wirklich bis nach hier vorne. Und ab hier beginnt die Rundung, die sich dann... Naja, ein Stück größer als unser Hauptraum am Ende streckt, was man dann dort rumführen kann, in Anführungszeichen. Oh, es ist alles übel schwierig. Ich werde hier heute auf kein Ergebnis mehr kommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich muss da erstmal wirklich überlegen, falls ihr coole Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde gerne schon 2 Blöcke dazwischen lassen, eigentlich ganz gerne. Also wenigstens die 2 Blöcke hier würde ich wirklich, wie gesagt, einfach gerne da haben. Deswegen auch meine Spiralenidee, aber ich weiß halt, ich habe doch gar keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Falls ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich überlege da jetzt bis zum nächsten Mal drüber und zeige euch beim nächsten Mal mein Resultat. So eine Begrüßung mit fucking Shader hat schon was, oder? Und auch wie die Welt hier aussieht. Wow, fucking sexy, Alter. Muss man ja wirklich mal sagen, so Shader an sich sind schon echt heftig geil, Alter. Ein Gameplay mit 35 FPS ist dafür umso ekliger, leider. Sonst würde ich hier echt eigentlich gerne mit Shader spielen, muss ich wirklich sagen. Alter, das sieht ja wirklich alles echt heftig nice aus, ne? Aber naja, 35 FPS sind mir da dann doch ein bisschen zu wenig. Ja, ich habe aber eine Entscheidung gefällt. Denn ich war ja mal absolut nicht sicher, letztes Video, und war ja auch ein bisschen... deprimiert, demotiviert, nennt es wie ihr wollt. Über, Mann, und warum habe ich hier eigentlich die ganze Zeit schon wieder Standruckler? Demotiviert würde ich es einfach mal nennen, über die Situation, über diese Ausgangssituation, die wir dann dort wirklich hatten. Und die hat mich ja wirklich, also es hat mich wirklich, in dem Augenblick hat mich das wirklich so... Mann, Alter, was ist denn hier schon wieder los, Alter? Was denkt sich denn diese Welt? Ja, in dem Moment war ich richtig weg. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was ich mir überlegt habe, was ich
möchte, wie ich das hier alles ausheben möchte, etc. Und zwar habe ich echt lange darüber nachgedacht, wie wir das jetzt machen wollen, wie ich das machen will, wie das aussehen wird und was jetzt nicht passt und was passt und wie was passt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir das wirklich dabei belassen, wie wir es hier gemacht haben, dass wir diese Zweierblockreihen mit den Half-Slabs einfach so benutzen werden, dass wir das so bauen werden und ich das auch in Großformat dann so bauen werde, weil ich mir das doch echt cool vorstellen kann. Wenn ihr euch vorstellt, dieser Weg nach unten in dieser Breite von den markierten Holzblöcken, die wir haben und dann noch mit diesem heftigen Tor, was hier stehen wird. Mal gucken, vielleicht wird es ja wirklich heftig. Ich denke aber ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es richtig geil wird so. Und ja, mal sehen, ich baue das jetzt erstmal alles dann bis nach ganz unten. Das hier müssen wir dann auf jeden Fall auch noch abreißen. Und dann müssen wir uns für die nächsten Folgen sogar daran machen, das alles auszuheben. Und das wird, denke ich, der am meisten gesehene Spaß, das wird lustig. Weil das auszuheben, diesen riesigen Gang, das wird echt, Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Doppelkisten Stein wir danach haben. Wir werden zwischendurch auch definitiv dann nochmal Picken machen aus den 63 Diamanten, also keine Rüstung, nichts, sondern nur Picken aus 63 Diamanten, damit wir wirklich... Alter, was sind denn das für Ruckler, Alter, jetzt mal ehrlich, ich... Digga, das ist doch... Das guckt... no joke, ich hasse diese Welt. Was ist... Warum? Das ist ja mal so widerlich. Nee, aber für das Ausheben werden wir auch definitiv, denke ich, ein paar Picken brauchen. Und viele Picken mit Reparatur und Behutsamkeit, um überhaupt diesen... Alter, ich will gar nicht wissen, auch wie viele Blöcke wir dann hier irgendwann abgebaut haben werden. Weil das wird hier, das wird riesig. Aber trotzdem bin ich verdammt nochmal richtig hyped da drauf. Weil wenn das hier fertig wird, dann wird das wird so fett, Alter. Wenn wir irgendwann eine Rundtour dann in Folge 200 machen. Und yo, hier Armee oder was, Alter? Wenn wir dann irgendwann eine Folge 200 machen und runter bringen, dann wird das halt absolut, das wird so todesgeil, da durchzulaufen. Und Jungs, alles ist gut, Alter, ihr braucht hier nicht sonst wie eklig schreien. Ich gehe ja schon schlafen, Mann. Ah, Alter, sind die Viecher laut. Ernsthaft, das sind Monster in der Nähe? Wo ist denn hier ein Monster? Hallo? Ja, hier können wir schlafen, super. Und man kann später hier übrigens auch runterfliegen dann. Das finde ich auch sehr, sehr cooles und... Genau hier ist die Lagstelle und immer wieder laggt es, das ist so ekelhaft. Das mit dem Runterfliegen ist sehr cool, weil es einfach vieles einfach machen wird. Und Junge, da... Digga, ich sag zu diesen Lags einfach gar nichts mehr. Ich bete einfach zu Gott, dass Optifine so schnellst wie möglich die fucking 1.16 auch, 1.15 und auch 1.16 rausbringt. Damit wir so schnellst wie möglich darauf updaten können. Ja, und im Prinzip machen wir jetzt nichts außer hier... Zwei Block. Und dann später setzen wir Half-Slabs drauf. Ganz easy. Oh mein Gott! Oh mein... Was? Lol. Ich war gerade voll in Gedanken und habe ganz entspannt abgebaut. Und plötzlich falle ich da sonst wie tief runter. Hier ist eine Schlucht. Ist echt cool. Wo ist mein Bogen? Ich brauche mal hier einen Bogen. Alter, ein blödes Skelett, Junge. Hör doch auf damit. Zack. Ja... Keine Ahnung, wie es sein kann. Also, warum hier eine Schlucht ist. Sogar eine sehr große Schlucht, ne? Alter, lol. Das ist ein Mineschacht. Da ist. Können. Alter, was? Wenn in diesem Mineschacht irgendwo ein Spawner ist, warum haben wir den noch nie gefunden vorher? Wenn hier irgendwo ein Spawner ist, können wir fucking in unsere automatisierte Farm Area eine Spinnfarm bauen. Was ja mal todesgeil wäre. Das ist ja so heftig. Ja, hier ist ein Spawner. Ja, nice. Hier ist ein Spawner. So, Leute, da ist der Spawner und da ich kein Holz habe, obwohl hier ist doch Holz. Ich wollte gerade sagen, da ich kein Holz habe für weitere Fackeln. Aber hier ist ja Holz. Brauche ich mir auch gar keine Sorgen drüber machen. Und hallo, liebe Spinne. Das ist, Alter, das ist der Jackpot. Das hier ist der fucking Jackpot mit der Mine. Das hätte ich auch nicht... Alter, damit habe ich echt nicht gerechnet hier. Dass wir hier vor allem... What the fuck? Als ob das so wirklich... Ich komme da drauf immer noch nicht klar und hier ist irgendwo noch ein Spawner. Ja, hier ist noch ein Spawner. Ich fasse es nicht, Alter. Wir schwemmen die einfach mal alle weg. So. Und dann können wir hier jetzt einmal alles ausleuchten. Vor allem, als ob wir so viel Glück haben und das genau hier ist. Und nein. Creeper, geh mal bitte weg. Was ist das vor allem? Guckt euch mal an, bitte, was das hier wieder für eine große Mine ist. Ist hier ein Zombie-Spawner? Warum sind hier so viele Mobs? Nee, ich glaube, hier ist kein Zombie-Spawner. Vor allem, was ist das auch schon wieder für eine große Mine? Wir haben in diesem Projekt bisher nur solche riesige Minen gefunden. Noch nie irgendwie eine kleine oder so, Alter. Nur solche riesigen. Da vorne ist nicht noch ein Spawner. Nee, das ist einfach nur eine Spinne, okay. Und hier ist noch ein Spawner. Hier sind zwei Spawner nebeneinander. Ich fasse es nicht, als ob... Alter, what the fuck, wie viel Glück haben wir?
Ich bete einfach zu Gott, dass das hier noch in unserem Farming Area Bereich liegt. Also wenn diese Spawner noch geladen werden, wenn wir in der Farming Area sind, dann wäre das das Beste, was passieren kann, Alter. Das, also die, nee, die Spawner werden ja eh nur geladen, aber wenn wir sie wenigstens mit in die Farming Area einbauen können, das wäre halt heftig. Und wenn nicht, machen wir einen extra Bereich für die Spawner, auch wenn er außerhalb ist. Einfach nur aus dem Prinzip, dass, Alter, what? Ich komme da drauf nicht klar. Guck mal, hier ist ein Spawner und hier ist ein Spawner. Da. Die werden aber nicht geladen, oder werden die beide geladen, wenn man, wenn ich hier stehe, wird der da hinten noch geladen? Ja, wenn ich hier stehe, werden die beiden geladen. Heißt, wir können beide sogar benutzen. So, dann screenshot ich mal die Koordinaten. What the fuck, das ist der Jackpot. Warte, ist das hier noch eine Schlucht? Oder ist das die Schlucht, wo wir hergekommen sind? Ja, das ist hier noch eine Schlucht. Okay, sehr interessant. Wie viel Glück haben wir? Alter, das ist gerade so, mein Kopf ist gerade einfach richtig. Hä, was ist denn das für eine riesige Mine? Ich werde nie wieder nach Hause finden. Die ist ja so groß. So, hier, ja, hier ist noch ein Cave Spider Spawner. Der vierte, ne? Ja. Ich bin der Meinung, der vierte Cave Spider Spawner jetzt. Ja, moin. Servus. Hier ist der vierte Cave Spider Spawner. Ist ja, absolut normal für mich. Wir hatten schon mal eine Mine mit 4 Caves bei der Spawner, ne? Und jetzt einfach genau oder fast an unserer Base dran wirklich noch eine. Also das ist krank. Das ist fucking krank. So Leute, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Morgen um 17 Uhr geht's weiter. Ich bin der Meinung sogar, dass wir morgen eventuell noch ein paar weitere Caves bei der Spawner finden. Aber lasst euch überraschen. 17 Uhr morgen, bis dann und ciao.